Auftrag 1, mit dem Truck zu Fuß des Steinbruchs fahren. Ah, zum Fuß. Sorry, falsch gelesen. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Ausbildung. Es ist Zeit für deinen ersten Auftrag. Die langen und geraden Straßen in Australien zu befahren ist nicht schwer, aber deine Ladung abzuholen kann eine ziemliche Herausforderung sein. Vor allem, wenn der Anhänger am Fuße eines Steinbruchs auf dich wartet. Ja. Das habe ich bisher noch nicht erwähnt, das ganze Spiel in Australien. Sieht man ja vielleicht auch ein bisschen an den LKWs und eben, dass man hier im Linksverkehr herumfährt. Ist auch mal eine andere eine Abwechslung zum normalen oder besser gesagt zu den meisten LKW-Simulatoren, die man so kennt. Das ja sich am meisten eigentlich in Europa oder eben in Amerika abspielt. Aber Australien ist wieder mal so ein bisschen was anderes. Es gibt ja auch den Extreme Truck Simulator, da kann man auch in Australien fahren. So Road Trains mit zwei, drei Anhängern. Ich glaube, hier sollte das dann auch der Fall sein. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Es fühlt sich eigentlich schon mal ziemlich gut an mit dem Lenkrad. Einfach die Bremse ist ziemlich beschissen. Wenn mich fragt, aber vielleicht habe ich da auch was falsch eingestellt. Kann natürlich auch sein. Dass ich die Kamera nicht mitdreht beim Lenken, würde ich mir jetzt noch wünschen. Und auch irgendwie, dass man weiter weg sitzen kann, weil ich sehe die Spiegel ja gar nicht. Und wie schon erwähnt, mit dem Lenkrad ist es bei mir ein bisschen schwierig, wenn ich hier mit der Maus mich umschauen muss, da die Maus ziemlich weit weg ist. Aber es funktioniert ja halbwegs. Der Wendekreis ist auch nicht gerade so erste Sahne. Und auch interessant, dass man hier im Seitengang anfahren kann. Aber ich finde, das Spiel sieht eigentlich ziemlich schön aus. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Engine das Ganze hier entwickelt wurde oder basiert. Ich war ein bisschen gerade nicht wirklich sehr gut. Aber der Truck hat auch nicht wirklich so eben, wie gesagt, einen großen Lenkradius. Weil eigentlich hat mein Lenkrad hier 900 Grad oder sogar mehr, glaube ich. Aber das sieht mir gar nicht nach 900 Grad aus. Oder mehr. Und mit den Bremsen müsste ich da nochmal irgendwie schauen. Das funktioniert ja auch nicht gerade so gut. Spinnen die Räder gerade durch ein bisschen. Gehen wir wieder in die Innenansicht. Das ist jetzt ein bisschen doofer Winkel, den ich hier ausgewählt habe. Aber vielleicht klappt es ja doch. Oder wahrscheinlich nicht.
Also die Zeit ist nicht gerade gut, was ich hier veranstalte. Aber wie gesagt, solche Sachen immer auf Zeit zu machen, finde ich manchmal auch ein bisschen doof. Okay. Man muss sich da auf jeden Fall ein bisschen dran gewöhnen, wie sich das Fahrzeug hier verhält. Dass man mit ein bisschen Power unter den Trailer fahren muss. Okay, ein Stern immerhin noch. Ab zur nächsten Lektion. Auftrag 2, den Truck aus dem Steinbruch an die Oberfläche fahren. Und jetzt eine noch schwierigere Aufgabe, du musst weg. Du hast nicht nur einen langen Sattelauflieger, sondern bergauf auch viel weniger Motorleistung zur Verfügung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier eine Differentialspur hat oder Allrad einschalten kann. Ich glaube, es gibt eine Differentialsperre, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das gibt es. Dann ab die Post. Die Übersetzung von Gängen ist auch ziemlich, what the hell? Vielleicht nur im ersten Gang. Okay. Wie soll man das bitte schaffen mit diesem LKW? Vor allem, er rutscht einfach, obwohl ich die Feststellbremse aktiviert habe. Sieht ja nicht gerade so gut aus. Go, 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 komm! Hä? Nutze die Fähigkeiten, die du zuvor gelernt hast. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man das schaffen soll, wenn der kein Grip hat. Kurz mal was schauen. Ich
kann ja hier nichts irgendwie aktivieren, irgendwie denn. Trailer höher stellen oder so. Die Maschine weiter vorne, nach weiter vorne fahren geht wahrscheinlich auch nicht, denke ich mal. Hau, hau! Wie soll man das schaffen? Ich habe echt keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Oder einfach nur im ersten Gang, weil das Benzin geht mir ja schließlich auch aus irgendwann. Vielleicht wirklich bloß mit wenig Drehzahl. Ich denke mal zwar nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja. Mehr das Gas geben und die Differentialsperre einschalten kann ich ja nicht. Komm schon! Okay. Keine Ahnung. Gut, jetzt mache ich alles kaputt. Ich würde sagen, ich probiere das noch ein bisschen und wir sehen es gleich wieder, wenn ich es irgendwie vielleicht geschafft habe. Mal schauen. Bis gleich.